Hi Ladies, Jana hat mich nach einem schwarzen Kleid gefragt, was vorne kurz und hinten lang ist. Quasi ein Bukuhila-Kleid. Und hier habe ich ihr ein Outfit zusammengestellt, was wahrscheinlich nicht nur ihr gefallen wird, sondern euch bestimmt auch. Aber bevor ich dieses Outfit auseinandernehme und euch die Details aufzeige, noch der Tipp, wenn ihr die Bilder, alle Tipps und Tricks und mein Geschenk sehen wollt, dann klickt einfach hier drauf oder auch unterhalb vom Video findet ihr auch noch mal alles, um wirklich nichts zu verpassen. Jedenfalls, Jana, dieses Outfit ist für dich und wer es selber nachstylen will, viel Spaß damit. Jedenfalls, bei diesem Kleid brauche ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen, es ist vorne kurz, hinten lang, aber es besteht aus einem chiffonähnlichen Stoff, sprich, unterhalb von der Taille ist es ein Stoff, der relativ durchschimmernd ist, aber nicht durchblickend. Und der obere Teil ist quasi komplett blickdicht. Und das alleine ist schon ein Hingucker wert quasi. Und das Ganze wird auch nochmal wunderbar getrennt. In der Taille ist nämlich ein ganz zarter schwarzer Gürtel, der quasi eure Taille nochmal richtig schön anhebt und zur Wirkung bringt. Und dieses zwei verschiedene Stilrichtungen quasi trennt, aber optisch wieder zusammenholt. Und der Designer hat sich hier obenrum nochmal richtig was einfallen lassen, weil das Dekolleté, seht ihr, ist ja wirklich schon mal sehr, sehr schön, auch mit den Knöpfen. Aber wenn ihr das Ganze jetzt mal rumdreht und von hinten anguckt, könnte man ja sagen, es ist rückenfrei. Aber wiederum nicht, weil hinten hat der Designer sich zwei verschiedene Stoffarten hergenommen und miteinander vereint, dass ihr hinten ein bisschen Rücken zeigt, aber nicht zu viel. Und nochmal der extra schöne, verzierte Stoff quasi, was erahnen lässt, was kommt, wenn ihr euch umdreht und die Kerle quasi nur die Kinnlade nach unten fällt und wow sagen. Und genauso ist dieses Kleid komplett aufgebaut, dass man wirklich sagt und denkt und weiß, man ist ein Hingucker. Aber um das Ganze natürlich jetzt mal wirklich zu unterstreichen und ein richtiges Highlight draus zu machen, muss natürlich das Komplettoutfit stimmen. Und hier habe ich eine Handtasche für euch rausgesucht, die mit Goldpailletten bestickt ist. Denn Gold und Schwarz passt zusammen wie, ich wollte jetzt beinahe sagen, wie Tag und Nacht, aber auch Tag und Nacht passt perfekt zusammen, weil es ist immer da. Und Gold und Schwarz ist perfekt geeignet. Man kann dann nie was verkehrt machen, weil es einfach zeitlos ist. Und bei dieser Handtasche, wie gesagt, sind schöne verzierte Goldpailletten angebracht mit einer goldenen Kurtel oder besser gesagt Kette, wo man sie sich über die Schulter tragen kann oder wie es die meisten eher lieben, sage ich mal, bei so einer Klatsch in der Hand. Denn wenn man sobald das in diesem Bereich und diesem Kleid trägt, hast du immer diesen Goldkontrast. Und das wirkt wirklich sehr, sehr edel und betont quasi nochmal eure feminine Seite. Und was man mit Gold noch machen kann, komme ich gleich noch drauf, weil es hat was mit diesem schönen Dekolleté zu tun. Aber es soll ja für Jana ein Ballkleid sein, quasi wahrscheinlich für einen Abiball. Und ich weiß, das geht bis früh und man tanzt und macht Party. Und was ist da sehr wichtig? Ein bequemes Schuhwerk. Und hier habe ich einen Pump herausgesucht, der einen 5 cm Absatz hat und von S. Oliver ist. Und ich weiß, die sind sehr, sehr bequem. Und man kann schon fast wirklich versprechen, dass man mit so einem Schuh bis frühs durchfeiern kann. Und hier bei so einem Schuh, bei so einem Kleid, würde ich gar nicht viel mit Verzierung arbeiten, sondern wirklich relativ schlicht halten. Wie ihr seht, bei diesem Schuh ist vorne noch eine kleine Schleife drauf. Und das reicht als Eyecatcher, um eure Füße zu betonen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eine schwarze Strumpfhose dazu noch anziehen, um das Ganze nochmal ein bisschen schlichter runterzuziehen. Denn das Komplettoutfit dann im Endeffekt ist ein Highlight insgesamt. Und damit natürlich das Highlight oder das Outfit insgesamt ein Highlight wird, empfehle ich euch diesen schönen Schmuck. Besser gesagt, diese Goldkette. Denn diese Goldkette ist so geschnitten, dass sie euer Dekolleté bei diesem Kleid so hervorhebt, dass es wunderschön wirkt. Und wenn ihr vielleicht einen Knopf mehr aufmacht und die Kette hier vorne hängen habt,
habt ihr relativ viel Haut, aber die meisten konzentrieren sich dann nicht unbedingt auf die Brüste, sondern erstmal auf diesen Blickfang von dieser wunderschönen Kette, was einen Pfeil darstellt. Und die Kette selber ist nochmal ganz zart verziert, dass es nicht zu klobig wirkt. Und somit habt ihr wirklich ein perfektes Outfit, womit ihr euch wirklich sehen lassen könnt. Und wenn ihr mit so einem Outfit einen Raum betretet, glaubt mir, es wird erstmal jeder sich umdrehen und schauen, wow, was für eine Prinzessin. Und mehr würde ich hier nicht machen. Manchmal ist wirklich dann weniger mehr sozusagen. Und ich kann nur noch mal betonen, Gold und Schwarz sind zeitlos und man kann da fast nie was verkehrt machen. Und wenn ihr meine Tipps und Tricks beachtet, dann wird es ein wunderschöner Abend. Und wenn ihr genauso wie Jana so ein wunderschönes Outfit haben wollt, dann nutzt einfach unten die Kommentarfunktion und schreibt mir, zu was für ein Anlass ihr geht, wo und was und wie groß, welche Haarfarbe ihr habt. Also sprich so detailliert wie möglich. Und wer weiß, vielleicht ist dann morgen genauso ein Outfit euer Tipp des Tages sozusagen. Denn ich versuche jeden Tag ein Outfit oder besser eine Dame von euch glücklich zu machen. Und wer dann diese Outfits nicht verpassen will, der kann mich hier oben einfach abonnieren und kriegt dann jedes Kleid, jedes Outfit zu sehen und natürlich die dazugehörigen Sales und Deals. Ist das ein Deal? Dann viel Spaß mit diesem Outfit und schreibt mir, was ihr damit erlebt habt.